Heute wird wieder am Hühnergehege weitergebaut. Hallo Leute, da ist wieder Mario aus dem schönen winterlichen Thailand. Aber wir haben keinen Schnee, wird es wahrscheinlich auch nie geben. Aber es wird langsam etwas frischer. November, Dezember werden die zwei Monate, wo hier die kühlsten Temperaturen sein werden in Thailand. Und auch bei uns werden die etwas runtergehen. Nicht allzu viel. Ich denke, vor allem nachts wird man es merken, aber tagsüber, ja, vielleicht etwas mehr Wind. Ich glaube, so der Nordostwind kommt zu dieser Jahreszeit und der bringt halt etwas kühlere Luft nach Thailand, was das Reisen sehr angenehm macht. Und eine Frage, die halt auch immer wieder kommt: Wann ist die beste Reisezeit für Thailand? Ich denke, wenn man das Land bereisen möchte, ist November, Dezember nicht schlecht. Für die, die es nicht so extrem heiß mögen. Ja, im heutigen Video schauen wir uns das Hühnergehege an. Ich habe jetzt da weitergebaut. Ist jetzt Tag 2, wo ich dran bin. Werde dann heute auch noch rausfahren nach dem Video und ein bisschen Baumaterial holen, vor allem das Dach. Da hole ich mir höchstwahrscheinlich ein Blech. Muss mal gucken, was es so alles gibt. Zuerst habe ich mir überlegt, ob ich aus Kunststoff was machen soll. Wäre nicht so schlecht wegen der Hitze. Dann wird es nicht allzu heiß, wobei es ist ja relativ hoch, das Hühnergehege. Ich werde es gleich zeigen. Aber Blech ist stabiler, hat man gesagt. Deshalb haue ich wahrscheinlich ein Blech aufs Dach, irgendwie 0,3 mm oder so. Hält wahrscheinlich etwas länger. So schaut es heute aus hier. Da gibt es noch eine Türe, da muss ich dann schauen. Habe jetzt auch Glück gehabt, dass es noch nicht geregnet hat. Weil das Holz müsste jetzt nicht gerade unbedingt nass werden. Lieber zuerst das Dach drauf und danach kann es von mir aus regnen. Ein bisschen Wasser ist nicht schlecht, aber wenn es sich jetzt schon vollsaugt, wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht gerade so gut während der Bauphase da. Ja, das Hühnergehege, oder ja, der Hühnerstall ist, glaube ich, eher ein Stall, ist 2,5 Meter hoch und auch in der Breite und in der Länge jeweils 2,5 Meter. Und wird hauptsächlich als Übernachtungsmöglichkeit für die Hühner dienen. Tagsüber können sie dann mehrere Stunden hier frei rumrennen. Hundi ist natürlich dann an der Leine oder beziehungsweise bei mir auf der Terrasse. Sie sitzt ja jeden Tag ein paar Stunden auf der Terrasse. Und das wäre dann auch der Zeitpunkt, wo die Hühner raus können. Ja, ansonsten, was kann ich groß berichten vom Bau selber? Ich habe hier so Standardholz genommen aus dem Baumarkt Thai Wasatu. Habe hier pro, was waren es, glaubt ja, 10 solche Latten. Eine Latte ist 2,5 Meter lang. Habe ich um die 10 Euro bezahlt. Ist relativ günstig, aber die Latten sind auch nicht gerade. Also die sind sehr, also ja, wirklich schräg. Ich glaube, keine einzige Latte war wirklich schön gerade. Man sieht es, glaube ich, hier auch ein bisschen. Schaut euch mal die an, die da. Also die sind so teilweise wellig, teilweise gehen sie nach links, nach rechts. Macht es natürlich nicht gerade einfach, irgendwas Gerades hinzukriegen, wenn das Holz schon so komisch ist. Aber ich glaube, das ist hier so ein allgemeines Problem. Und hier in der Ecke lasse ich auch noch das Holz ein bisschen rausstehen. Das werde ich nicht absägen, weil hier können nachher Kletterpflanzen hochwachsen. Das Ziel wird es dann auch sein, dass das bewachsen wird. Ich muss mal schauen, vielleicht Passionsfrucht oder so. Oder auch Bohnen. Mal gucken, was sich da machen lässt. Damit die Hühner dann auch schön Schatten haben, dass es kühl ist. Und halt auch das Gemüse, was hier im Überfluss dann wachsen wird, auch reinfällt ins Gehege. Und dann haben sie auch immer wieder mal was zu knabbern. Das wäre noch eine Option, weil es macht keinen Sinn, das Haus einfach so nachher zu lassen, sondern ein bisschen zuwachsen wäre nicht schlecht.
Das Einzige, was ich noch nicht gefunden habe, ist so ein Tacker. Also es gibt so eine Art Maschendrahtzaun, aber sehr engmaschig, damit keine Schlangen reinkommen. Und da habe ich gesehen, da hat so wie beim Postage, so gibt es ja so Klammern und irgendeine Maschine, wo man sie dann so reinmachen kann. Ich denke mal, das geht am schnellsten und wird auch am besten sein. Weil im Baumarkt, als ich nachgefragt habe, wie ich dann dieses Netz befestigen soll, ob sie so irgendeinen Tacker haben, haben die mir gesagt, nee, das kannst du alles mit Nägeln machen. Reinnageln und dann so wegdrücken oder die Nägel auf die Seite drücken. Aber das schaut sowas von hässlich aus, wenn du das machst. Und dann nagelst du dich ja zu Tode, weil dieses engmaschige Netz, da musst du irgendwie alle 5 bis 10 cm muss dort ein Tacker rein, also ohne irgendwie so Tackermaschine. Aber da merkst du halt auch ein bisschen so die Beratung, weißt du, in den Baumärkten hier, die ist extrem schlecht. Die haben, glaube ich, noch nie im Leben selber irgendein Hühnergehege gemacht oder so, oder einen Hühnerstall, weil, wer nagelt hier irgendwie 3 Tage lang irgend so einen Maschendrahtzaun mit so kleinen Nägeln an Holzlatten, die sich ja auch bewegen, also du kannst halt nicht einfach drauf nageln, hast ja hinten keinen Widerstand, das kriegst ja kaum einen Nagel rein. Und jetzt muss ich mal schauen, ob ich da irgendwo heute noch einen Tacker finde. Ja, die Baukosten belaufen sich jetzt auf ca. 120 Euro bis jetzt, dann kommen noch, ich schätze mal, 30 Euro oben drauf für Tacker und das Dach plus. Ich werde heute noch ein paar Bretter holen, die ich unten drum machen kann, damit, also so eine Art Spritzwasserschutz. Und ich schätze, das alles zusammen kostet mich um die 30 Euro. Dann sollten wir mit 150 Euro eigentlich gut im Budget liegen. Ja, die letzten Tage relativ viel gemacht im Garten. Jui hat auch, oh schau, da wachsen noch Sternfrüchte. Jetzt kommen wieder ein paar Früchte, einige Bäume. Kaum habe ich Kuhmist hingeschmissen, kommen bei vielen Bäumen wieder kleinere Früchte. Aber eigentlich will ich die Früchte noch gar nicht, lieber den Baum etwas in die Höhe wachsen lassen. Und hier vorne hat Jui noch den Garten gemacht. Schaut jetzt auch wieder etwas übersichtlicher aus, vor allem da mal die ganzen gelben Blumen zusammengebunden. Und hier merkt man jetzt auch so langsam, was dann schlussendlich geplant ist. Ich spreche zwar immer vom Dschungel, mit sehr vielen Bäumen, Frucht, also Obstbäume, Gemüse etc. Aber es wird natürlich schon so sein, dass man unten auch durchlaufen kann. Also die Bäume, die werden dann auf einer gewissen Höhe halt einfach geschnitten, zack, wie ein Pilz, dass man oben einen Schutz gegen die Sonne hat und unten halt dann auch laufen kann, ohne groß behindert zu werden. Da zum Beispiel, das ist jetzt ein Weg, die wachsen auch extrem schnell, diese gelben Blumen, in alle Richtungen, sehr schnell. Aber die muss man auch mal zusammenbinden, sonst ist es ein riesen Chaos. Da kommt auch noch was Schönes. Ja, es ist immer wieder erstaunlich, was man hier so alles sieht. Und die haben doch irgendwelche Beeren da. Die sind sehr lecker, die Beeren hier. Da sind welche da. Wie Trauben irgendwie schmecken die. Ich liebe die Dinge. Leider machen sich die Vögel sehr gerne hier an die Beeren. Ja, und dann habe ich noch eine gute, beziehungsweise, ja, kann auch eine schlechte Nachricht sein. Ich habe keine Schlangen mehr. Ich habe jetzt schon seit bald, ja, doch 7 Wochen, keine Schlange mehr auf dem Grundstück gehabt. Und das Ganze hat begonnen, also ich meine jetzt, ich habe keine Schlangen mehr, seit ich das Kies habe. Überall haben wir hier Kies, Schotter, überall. Um den Beton rum, 2 Meter runter aufs Land. Und genau hier, in diesen Streifen, haben sich meistens die Schlangen fortbewegt. Schlangenspezialisten meinen zwar, das hätte keinen Einfluss auf die Schlangen, weil die seien unten ja auch, also die haben Schuppen am Unterbauch und die stört das Kies nicht, weil ich habe zuerst gedacht, ja, scharfe Kanten, Kies, Steine und so, das ist für eine Schlange unangenehm. Die meinen zwar, nee, das hat keinen Einfluss,
Andere wiederum sagen, ja, aber die Geräusche, die erzeugt werden, wenn sie durchs Kies gehen, und auch die Möglichkeiten, die genommen werden an einem Versteck, also die können sich ja dann nicht mehr richtig tarnen. Eine braune, grüne oder schwarze Schlange, die fällt ja dann auf dem Stein und erzeugt auch Geräusche halt beim Schlängeln, weil sie ja den Boden bewegt und Vibrationen verursacht. Und das mögen die offensichtlich auch nicht. Mal schauen, ich weiß es auch nicht, das sind alles nur Theorien, aber ich persönlich, vielleicht werde ich ja eines Besseren belehrt, aber ich persönlich glaube tatsächlich, dass das was gebracht hat. Weil einfach so zur Erinnerung, wir hatten jede Woche eine Schlange. Jede Woche. Und wir hatten sogar Schlangen gehabt, die haben hier gelebt, im Häuschen, die habe ich gelassen. 3 Stück. Und jetzt? Seit bald 2 Monaten keine einzige Schlange mehr. Und ich gehe sie wirklich suchen. Also ich gehe in die Büsche, schaue, auch wenn Hundi irgendwo was anzeigt oder so. Meistens Geckos, aber keine Schlangen mehr. Ja, das wäre natürlich eine sehr interessante Sache, wenn Kies tatsächlich gegen Schlangen helfen sollte. Aber mal gucken, bald kommt ja die Schlangenhauptzeit. Und dann mal sehen, ob da noch einige kommen. Wir haben hier übrigens noch mehr Kies bestellt, das kommt aber jetzt nicht ums Haus, da haben wir schon genug, sondern das kommt dann rüber zum Hühnerstall. Dort auch ein bisschen drumherum, ein bisschen Kies, damit die Schlangen auch dort nicht zu Besuch kommen und dass es auch etwas gepflegter ausschaut, nicht irgendwie überall Wildwuchs. Alles zuwächst drumherum, sondern dass wir dort am Boden immer sauber haben, weil das wird ja dann auch relativ matschig, schätze ich mal, mit den Hühnern. Ja, noch schnell was zu der Anzahl Hühner. Wir sind uns da noch nicht ganz sicher, wie viele es sein werden, aber ich will nicht mit zu vielen starten. Also eigentlich, wir brauchen auch nicht viele. Wenn es so alle 2 Tage mal 2 Eier gibt, das reicht aus. Vielleicht eine Henne und ein Hahn zu Beginn und dann mal schauen, dann werden die sich ja dann auch vermehren und dann können wir dann auch, wenn es noch weitere Hennen gibt, die behalten, die legen Eier und die Männchen, die können wir dann auch verkaufen. Das wäre auch so eine Option. Aber jetzt zu Beginn mehr als 4 möchte ich nicht haben, 4 reicht. Und alles, was dann zusätzlich noch kommt, werden wir dann weiterverkaufen. Ja, das war das kleine Update. Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden hier, nach wie vor. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn du magst. Grüße aus Thailand.